Ja, Läufer C5 gerade in der Eröffnung, in der ersten Partie. Ich weiß es nicht, ob man das spielen kann. Also ich habe es nur. Ja, Also. gut, da hast du natürlich schon recht, ja. Ja, eher nicht, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Trick gibt. Springer E5, keine Ahnung. So, jetzt sind wir italienisch. Ja, da sind wir drin. Spieldreher, danke fürs Trinkgeld. Der schöne Italiener, H6, das spielt nicht um das Zentrum und erlaubt es Weiß, einfach seinen Plan auszuführen. Ja, das ist schon. Vor allen Dingen auch wieder ohne Nacht, also sofort gezogen, H6, ne? Ja, als wäre er in der Theorie, aber was für Ja. eine Theorie ist das dann, frage ich mich. Nee, ihr müsst wirklich, ihr dürft nicht blitzartig die Züge spielen, ne? Ihr müsst kurz nachdenken. H6 gibt's nicht. Das ist nach D4 jetzt schon extrem gut für Das ist der italienische Killerangriff, Weiß. habe Ich ich glaube, mal das. gehört. Ich vermute mal, dass das hier ist wahrscheinlich schon 1-0. Ja gut, jetzt wird Schwarz einfach überrollt, ne? Also. Ich weiß nicht, welches Video du meinst, Kam. Kam habe ich nicht. Ich habe letzte Woche auf ein Butch-Video reagiert. Ich gucke nicht jeden Tag, was bei Butch auf dem YouTube-Kanal Was erscheint. für ein Butch-Video hast du denn reagiert? Highlights Oktober. Weiß nicht. Highlights Oktober habe ich noch gar nicht gesehen und war gut. War lustig. Okay. Ja, D5 ist hier normalerweise die Reaktion, Gegenreaktion. Ja, aber dann fällt der Bau auf G7 direkt Ja. und das kann hier nicht gut sein. Vor allem fällt der Bau auf H6 direkt noch hinterher, nachdem der Bau auf G7 auftaucht. Springer E4, der Springer fühlt sich da auch schon ein bisschen alleine, weil es kann D5 spielen oder den Springer angreifen. Er hat aber noch das Feld G5. Ja, so spielt man das leider gar nicht. H6 ist schon ein großer Fehler in der Variante, weil Weiß schon ein Riesenzentrum bekommt, die Bauern im Zentrum nach vorne pushen kann und sich dadurch nicht nur Raumvorteil sichert, sondern die schwarzen Figuren mit Tempo entfernt. Und Schwarz hat dann überhaupt keinen Platz für seine Figuren. Und Ja. D5 ist hier schon extrem unangenehm. D5 ist einer von vielen attraktiven Zügen, aber glaube ich am sinnvollsten, weil der Springer, wohin soll er ziehen? Nach A5, dann steht er am Rand, nach E7, könnte vielleicht sogar D6 kommen, nach B8, naja, ne? Ist man wieder auf dem Ausgangsfeld. Insofern auf D5 gibt es kein attraktives Feld für diesen Springer. Man kann natürlich auch auf den Springer auf E4 gehen mit Turm E1, aber nach Springer G5 sehe ich nicht so richtig, wie man dann weiter vorgehen kann. Er macht D5. Ja, Springer müsste jetzt, keine Ahnung, nach E7? Ja. B8? Ja, E7 oder B8. Und Bastova sagt gegen Einas Chess, also hier den Weißen, habe ich gestern im Chessens Beginner-Turnier gespielt. Wöchentlich machen wir verschiedene Turniere für Chessens-Mitglieder und er sagt, der oder die ist echt stark. Ja, das werden wir jetzt hier sehen. Ich bin gespannt. Springer A5 greift den Je. Läufer an. Das sieht auf Aber. den ersten Blick gut aus, weil es den Läufer angreift, aber wenn gleich B4 kommt, Läufer wegziehen und B4, dann hat der Springer kein Feld mehr. Ich glaube, so habe ich auch schon in unzähligen Bullet- und Blitzpartien den Springer gewonnen. Okay, alles klar. Auf A5. Du bist wieder über 2-7, habe ich gehört. Ja, im Beim Blitzen. Blitz. Ich hatte sogar 2-7, 29 als Eieiei. ATH. Letzte Woche habe ich richtig geil Ja. gespielt. Aha. Aber nicht on stream, oder? Doch. Doch, doch, alles on Stream. Ach ja, Mensch, was ist denn los jetzt? In meinem Alter, Niklas, ist alles tagesabhängig. Es gibt Tage, da spiele ich wie Okay, der okay, okay. erste Schachspieler. Es gibt andere Tage, da spiele ich halt maximal, was ich kann halt, ne? Alles klar. Ja, nice. Aber ich kann dir mitteilen, dass ich ein höheres ATH hatte. Ja, was denn? Was denn? Ich glaube, 2736. Ja, dann bin ich auch direkt wieder abgestürzt. Naja, Ich meine, anyway. ja. Ich glaube, wenn Weiß B4 spielt, dann ist schon die erste Figur weg hier. Ja, das ist. Das stimmt. Dafür muss man kein Prophet sein. Mir gefällt, macht er auch. Eneas, was mir bei Eneas gefällt, er lässt sich Zeit. Ja, Er hat genau genau. das richtige Das ist Tempo. überlegt. Er spielt nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Ne? Also, sieht richtig gut aus und er Das steht sieht gut hier aus. komplett auf Gewinn. Komplett. Ja, der Springer ist weg. Wir hatten es angesprochen. Springer am Rand. Bringt Kummer und Schand. Das ist hier sehr zutreffend. Und der geht jetzt verloren. Weiß hat daneben noch die anderen Vorteile mit dem überragenden Zentrum und so weiter und so fort.
Also bisher ist das eine Einbahnstraße. Shadow Bobby 07, danke für den Prime. Und eine Sache wollte ich noch sagen, was die Eröffnung betrifft. Wenn ihr Anfänger seid und ihr seid euch auf E4 mit E5 überhaupt nicht sicher, gerade diese Sache mit Italienisch, zwei Springerspiel, diese ganzen Gambits, die es dann gibt, dann kann ich euch wirklich, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, Russisch empfehlen. Russisch ist total solide, da kann man in der Eröffnung nicht direkt verlieren. Das hier ist halt direkt aus der Eröffnung verloren gewesen, weil Schwarz hat einen riesen Fehler gemacht hat mit H6. Und es ist im Prinzip objektiv schon Feierabend hier. Aber du meinst dann Stafford Gambit, ne? Nein, nicht Beim Stafford. Ganz normal Russisch. Okay. Guckt euch mein Gut. Video an, die russische Verteidigung. Alles klar. Ja, Läufer D2. Gut, ich hätte, glaube ich, meinen Läufer eher nach B2 gestellt. Ein bisschen gegen den schwarzen König. Wollte jetzt hier Figuren abtauschen. Schwarz macht er richtigerweise nicht mit. Aber auch das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Gut, die schwarze Stellung krankt natürlich auch daran, dass er die Figuren noch nicht entwickelt hat auf C8, A8. Jetzt muss er deswegen auch mal D6 spielen. Ja, D6, das muss sein. Weiß hätte sogar darüber nachdenken können, selber Ja. D6 zu spielen, um den Läufer auf C8 quasi einzusperren für den Moment. Nun gut. Ja. Weiß kann alles machen, tauschen, Turm E1, alles Mögliche. Solange er nichts einstellt, steht er auf Gewinn. Aber, na gut, noch ist ja genug Zeit, ne? Mal gucken, ob das noch ein Faktor wird irgendwann. Aber noch ist genug Zeit. Noch ist genug Zeit auf jeden Fall. Hier. Ja, also das ist natürlich jetzt ein starker Kontrast zur Partie eben. Beide Spieler nehmen sich mehr Zeit, klar, Montexi am Anfang ein bisschen langsam ein bisschen zu schnell unterwegs, pardon, und dann auch direkt die Fehler. Aber Aena Chess vom Zeitmanagement macht das bisher einen sehr guten Eindruck. Muss natürlich dann irgendwann aufpassen, dass er sich ein bisschen beeilt, also dann irgendwann müssen die Züge ein bisschen schneller kommen, aber er hat sich auf jeden Fall jetzt schon mal eine Gewinnstückung erarbeitet und jetzt ist der nächste Schritt, Oh. sie zu verwerten, aber hier kommt schon eine kleine Ungenauigkeit, Turm E4, aber was heißt klein, also schon ein Fehler, muss man sagen, Ja, hat er Läufer gesehen, E4. sehr schön. Damit kriegt er wenigstens eine Qualität zurück und Ja. steht dann halt nicht komplett auf Verlust, sondern ja, damit kann man wieder ein bisschen arbeiten mit Schwarz. Volkero67, danke für den Primer, lieber. So, Ricardo fragt, warum empfiehlst du Russisch und nicht London? Das hat einen ganz einfachen Grund. London spielt man mit Weiß, Russisch spielt man mit Schwarz. Auf E4. Auf E4, genau. Es ist halt häufig so im Anfänger auf Anfängerniveau, dass die Leute mit Italienisch, mit Schwarz gegen Italienisch oder zwei Springerspiele oder die ganzen Gambits, schottisches Ja, Gambit. also zwei Springerspiele sollten sie auf keinen Fall spielen. Das ist klar. Man hat dann, gibt immer Probleme, ne? Und besser was Solides, erstmal am Anfang, Russisch ist super solide. Man kann später dann auf andere Sachen natürlich umsteigen, gar keine Frage. Aber man sieht es an dieser Partie halt. Ist natürlich ärgerlich, wenn man direkt aus der Eröffnung mit einer Figur weniger rauskommt, ne? Ja, aber hier, also wenn Weiß noch Vorteil hat, dann ist der definitiv nicht mehr so groß. Schwarz hat Ja. einen Turm und einen Bauern für die Figuren und für die beiden Leichtfiguren. Und diese Leichtfiguren strahlen jetzt auch nicht so viel Gefahr aus. Das sind die beiden Springer, die aber keine Stützpunkte haben. Das ist immer wichtig für die Springer, dass sie Stützpunkte haben. Und das ist der Läufer. Insofern, ich glaube, die Schwarzstellung ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht kann sogar Schwarz besser stehen. Ich denke schon, dass Weiß immer noch minimal besser steht, aber jetzt ist es spannend. Jetzt ist alles drin. Der Turm auf A8 spielt noch nicht mit. Wir sollten den aktivieren. C8 vielleicht, offene Linie. Vielleicht die Dame nach vorne, Turm E8, aber auf der E-Linie gibt es wenig zu holen. Ja, Turm C8, wieso nicht? Klar. Aktivieren. Spring E4, schöner Zug, geht auf Ja. den Bauern D6, nähert sich vielleicht auch ein bisschen dem schwarzen König. Droht Springer schlicht D6 mit Gewinn einer weiteren Qualität. Das muss Schwarz parieren. Nein, Französisch empfehle ich nicht auf Anfängerniveau. Dame A4 deckt nicht den Bauern auf D6. Ja, ob Drohungen werden häufig übersehen, wie wir hier wieder gesehen haben. Springer D6 hat Schwarz übersehen. Da hängt jetzt der Turm und der Bau auf B7. Wichtig ist, dass er den Turm nicht einstellt. Das wäre natürlich ein Gau. Ein super Gau. Gau.
Ja, ich hatte überlegt, ob er sowas in der Art hier machen wollte mit Dame D1, aber Ja, und ja, dann. König H2, Läufer C7 eventuell. Läufer C7, Tatsache. Das ist Wäre aber jetzt ein eher Gewinnzug. Zufall. Nee, Läufer F4 geht doch noch. Achso, nee, es ist Ah, die Schiff Dame! Die C9. Dame hängt! Oh! Also, ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt Zufall war oder doch irgendwie Absicht. Also, Weiß hätte Dame F1 früher spielen müssen. Und König H2 jetzt zu schnell läuft C7 sehr schön gesehen. Und das war's, ne? Montecchi macht jeden Zug, den TBG sagt. Ich habe nicht Dame A4 gesagt. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe gesagt, er soll den Bauern decken. Also genau das Gegenteil. Also glaubt nicht, also wir sagen ja sowieso sehr wenig Züge die ganze Zeit, ne? Fällt es mir Ja, aufgetaxe. ja, ja. Wir sagen ja gar nichts eigentlich. So, Smart and Mate fragt, sind die Teammitglieder Chessens Kunden? Nee, also das war einfach frei, konnte man sich bewerben. Und das war jetzt purer Zufall, dass die ersten beiden noch bei Chessens sind. Das ist kein Zufall. Du hast super viele Mitglieder dort. Ja, gut, so kann man es natürlich auch sehen. Ja, Dame F1 wäre nötig gewesen statt König H1, H2. War auch zu schnell gespielt an der Stelle von Enes Chess. Aber man muss auch sagen, läuft C7 Das war ein bisschen versteckt, ne? versteckt. Dame Oh, jetzt stellt er C3 die Dame macht ein. das Ganze nicht besser, sondern leider schlechter. Stellt die Dame ein. Denn Schwarz schlägt mit Schach. Schwarz schlägt mit Schach und das war's. GG. Und der F3 hängt auch noch, ne? Ja, okay. Also, ob der F3 hängt oder nicht, danach kräht kein Huhn, wie man so schön sagt. Das war's. Ja, schade, schade. Das ist starker Beginn. Aber dann, man muss natürlich, ne? Und ist ja auch so eine typische Phrase, typischer Spruch: Nichts ist schwieriger als eine gewonnene Stellung zu gewinnen. Und das ist. Das ist hier Enes Chess nicht gelungen und Martensi hat dort ja guten Widerstand geleistet und die Fehler konsequent ausgenutzt. Ja, ich glaube, irgendwann müssen wir ein Phrasenschwein einführen. Wo wir so wie beim Doppelpass. Und dann für jede Phrase immer A5. Setz ihn doch matt. Was macht er denn da? Weil gleich ist es pa Dame L5 ist schon längst matt. Was macht er denn? Hallo, du brauchst keine Dame. Er hat doch eine. Heieiei. Dame G3 ist matt. Er will Auch lieber das hier. in was Leute, anderem. spielt nicht zu schnell. Das, Dame er Matte. spielt zu schnell. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Patt. Es ist schon längst matt gewesen. Schon längst. Wenn er jetzt immer Schachs gibt, dann ist matt. Ja, Hauptsache er gibt Schachs. Es ist schon wieder matt. Dame F3 war matt. Dame. Oh Ja, ja. er wird schon schaffen. Er wird schon schaffen. Lässt sich ja spielen noch ein bisschen hier mit Weiß, habe ich das Gefühl. Ja. Okay, jetzt. Immer Okay, nachdenken, okay, okay. Leute. Auch wenn ihr gewonnen steht, denkt nach. Es ist super viel Zeit. Es gibt höchstens einen Punkt. Ob ihr am Ende eine Sekunde auf der Uhr habt oder 15.000 Minuten, ein Punkt. Es ist kein Unterschied. Denkt Naja, nach. aber.